Telekom ist eines der größten, bedeutendsten Logistikunternehmen in der Schweiz und trägt mit einem jährlichen Volumen von ca. 15% aller Transporte maßgeblich zum Puls der Schweizer Wirtschaft bei. Die Aufgabe, die wir an das HPI-Projekt hingestellt haben, ist die Umsetzung einer Software, mit der sich zum einen neue Datenquellen effizient und ohne Doppelspurigkeit in eine bestehende Datenlandschaft integrieren lassen. Im Anschluss sollen diese geordneten Daten dann weiterverarbeitet werden, um effizient in Business Intelligence Lösungen verwendet werden zu können. Als Partner erhoffen wir uns eine Software, in der mögliche Datenbeziehungen und Datenoperationen automatisiert erkannt werden, dem Nutzer dann grafisch aufbereitet werden, sodass dieser empfohlene Manipulationen auf den Daten vornehmen kann. Vom Projektteam bin ich absolut begeistert. Ich habe die Zusammenarbeit als sehr produktiv und angenehm empfunden. Die Studierenden handeln proaktiv, kommen mit massenhaft Verbesserungsvorschlägen und haben gute Ideen. Ich wäre heute sehr gern bei der Präsentation vor Ort gewesen. Leider hat es nicht sein sollen. Ich wünsche euch auf diesem Wege alles Gute und viel Erfolg bei eurer Präsentation. Ich denke, ihr könnt sehr stolz auf euer Ergebnis sein. Von daher denke ich, dass heute alles sehr glatt über die Bühne geht. Guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Paul. Zusammen mit meiner Partnerin Janina würde ich heute Ihnen gerne die Ergebnisse unserer Arbeit am Projekt BCNF Star vorstellen. Bevor es losgeht, eine kleine Frage, vielleicht einfach mal Handzeichen. Wer kann etwas mit dem hier abgebildeten SQL anfangen? Okay, es sind noch einige Informatiker im Raum. Wer versteht nur Bahnhof, wenn er das sieht? Okay. Kein Problem. Ich gebe zu, ich bin Informatiker. Ich mag es, Code zu schreiben, aber diese Art von Code, die löst auch bei mir Bauchschmerzen aus. Warum ist das so? Das ist relativ repetitiv, das macht keinen Spaß zu schreiben, man muss auf viele Kleinigkeiten achten und das macht auf Dauer wirklich keinen Spaß. So ähnlich ging es auch der Schweizerischen Bundesbahn, einigen Entwicklern von denen, und deswegen haben sie sich mit uns zusammengeschlossen und wir haben in den letzten 8 Monaten eine bahnbrechende Anwendung aufgegleist, mit der so ein bisschen was von der Mühseligkeit genommen wird. Aber wofür braucht man überhaupt diesen Code? Wir wissen ja alle, in Unternehmen geht es heute viel um Daten. Wir wollen Daten analysieren, auswerten, visualisieren, oft um Datenreports zu erstellen oder Businessfragen zu beantworten. Wenn ich jetzt also wissen will, wie die durchschnittliche Anzahl an Güterwagen pro Auftrag bei jedem unserer Kunden ist, dann erstelle ich da so tolle Charts, Liniendiagramme, Balkendiagramme, wir kennen sie alle. Im Hintergrund werden hier aber Daten visualisiert. Und diese Daten liegen meist in Tabellenform vor. Wir können aber diese gleichen Daten auch in verschiedenen Formen vorliegen. Es gibt Formen, die eignen sich, um neue Daten zu erfassen. Wieder andere Formen sind sehr speichersparsam. Andere Formen eignen sich besonders, um performant analytische Anfragen auszuführen, also um genau eben genannte Datenreports zu erstellen. Es ist auch möglich, zwischen diesen Formen hin und her zu wechseln, ohne Informationsverlust in Kauf zu nehmen. Dafür muss man aber Beziehungen auf den Daten kennen, zwischen den einzelnen Spalten. Und hier kommt der Data Scientist zum Zug. Der kann sich so eine Tabelle anschauen und diese analysieren und jetzt zum Beispiel erkennen, dass wir hier 4 Datenredundanz vorliegen haben, also Datendopplungen. Die gleich eingefärbten Zeilen würden hier auch dieselben Daten enthalten und das ist natürlich blöd aus Sicht des Speicheraspekts. Und ein erfahrener Data Scientist könnte sich jetzt hier entscheiden, die Tabellen umzustrukturieren, also aus einer Tabelle 2 Tabellen zu machen, die redundanten Daten auszulagern und dann in der anderen Tabelle zu referenzieren. Und um dieses Umstrukturieren jetzt auszuführen, ist genau der Code notwendig, den wir vorhin gesehen hatten. Das sind jetzt 2 Schritte, die relativ vereinfacht dargestellt werden. Im Arbeitsalltag eines Data Scientists nimmt das aber so ungefähr 60% in Kauf. Also man ist wirklich 60% mit der Datenvorbereitung beschäftigt. Janina wird euch jetzt präsentieren, wie wir es dem Data Scientist ein bisschen einfacher machen, zügiger zu arbeiten. Und genau. Wir dachten uns, diesen Prozess der Tabellenumstrukturierung, der relativ mühselig ist, den können wir deutlich verbessern. Und deshalb haben wir unser Tool BCNF Star dafür entwickelt. Das bietet dem Data Scientist überhaupt erstmal die Möglichkeit, die Tabellen, mit denen er arbeitet, vor sich zu sehen.
Er kann direkt mit denen interagieren und muss sich das nicht alles vorstellen und dann die Codezeilen dazu abtippen. Das Beste ist allerdings, dass wir intelligente Vorschläge geben können für, was denn die bestmöglichen Transformationen sind, die man auf diesen Tabellen machen könnte. Das können wir machen, weil wir vorher im Hintergrund automatisch Analysen auf den Tabellendaten laufen lassen und die erkennen viele Zusammenhänge, anhand derer man eben solche Vorschläge geben kann. Wir können uns jetzt mal anschauen, wie das Beispiel von gerade eben, wo wir eine Tabelle aufspalten wollten in zwei kleinere, wie das in unserem Tool ablaufen könnte. Wir klicken die Tabelle an, dann schauen wir uns hier die Vorschläge an, suchen uns einen raus, den wir umsetzen wollen, klicken und schon sind die Daten transformiert. Wir können uns jetzt auch sicher sein, dass diese Transformation korrekt ist und verlustfrei, weil die Vorschläge auf sogenannten funktionalen Abhängigkeiten basieren, die zuvor in der Analyse gefunden wurden. Zusammenführen von Tabellen ist genauso einfach. Wir sehen jetzt hier so Pfeile zwischen den Tabellen, die stellen eine Beziehung zwischen denen dar. Und wenn wir auf diesen Pfeil raufklicken, können wir die automatisch verknüpfen. Das nennt man auch einen Join von Tabellen. Es kann jetzt auch sein, dass wir eine Beziehung zwischen zwei Tabellen noch gar nicht kennen. Und auch da profitieren wir von den Analysen, die zuvor gelaufen sind, denn da kann man auch wieder in den Vorschlägen nachgucken. Solche Beziehungen können wir anhand von sogenannten Inklusionsabhängigkeiten finden und so auch einfach formal korrekt anlegen, ohne dass dazu irgendwelcher Code geschrieben werden muss. Besonders stolz sind wir jetzt auch auf ein Feature, was eine Tabelle vollautomatisch normalisieren kann. Das bedeutet, dass wir eine große Tabelle sinnvoll aufteilen in mehrere kleine. Es hat unter anderem den Vorteil, dass wir so minimalen Speicherplatz für die Tabellendaten benötigen. Können Sie jetzt mal anschauen, aber da müssen Sie aufpassen, denn das geht wirklich sehr schnell. Wir sehen hier noch diese eine große, wir machen einen Klick und schon haben wir hier so eine ganze Aufteilung an kleineren Tabellen. Überlegen Sie mal, wie viel einzelne Operationen das jetzt gekostet hätte, wenn man das alles manuell hätte machen müssen. Wir haben ja gerade eben schon erwähnt, Datenreports sind so ein häufiger Anwendungsfall und dafür seine Tabellen umzustrukturieren, ist eben mühselig, muss man häufig machen. Dafür haben wir einen extra Modus angelegt, der gerade das nochmal vereinfacht. Der bietet noch ein paar mehr Funktionalitäten und Hilfestellungen, wo eben gerade das schön einfach geht. Also nochmal zusammengefasst. Unser Tool BCNF Star, was wir entwickelt haben, bietet dem Nutzer eine Visualisierung von Tabellen. Wir bieten intelligente Vorschläge, die auf automatischen Analysen beruhen, die auch direkt im Tool mit wenigen Klicks direkt umgesetzt werden können, ohne dass man Code schreiben muss und sich so viel Arbeit spart. An der Stelle möchte ich mich nochmal im Namen unseres ganzen Teams bedanken bei unserem Projektpartner der SBB und auch bei unseren Betreuern für die sehr produktive und angenehme Zusammenarbeit. Wenn Sie jetzt gerne mal ausprobieren möchten, wie einfach es ist, Tabellen zu transformieren, oder wenn Sie einfach nur interessiert, wofür denn unser Name BCNF Star eigentlich steht, dann kommen Sie gerne nachher an unserem Stand im Foyer vorbei. Dankeschön.